Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Hate gegen Chris Jericho. Außerdem hat sich Trent verletzt und wir haben einiges zum All Elite und NXT-Krieg. Das ging nämlich diese Woche wieder ordentlich ab. Wie will jetzt Raw eigentlich auf die schlechten Einschaltquoten reagieren? Und Freunde, es gibt einiges, also dranbleiben. Nachdem man den WWE-Superstars ja verboten hat, irgendwelche Third-Party-Businesses aufzunehmen, ist darunter natürlich auch Cameo gefallen. Das ist eine Plattform, wo halt irgendwelche Stars Video-Grußbotschaften rausschicken können, das natürlich für Geld. Und trotz allem, obwohl es verboten war für die WWE-Superstars, solche Deals anzunehmen, ist jetzt Drew McIntyre wieder auf Cameo zu finden. Außerdem gibt es auch Angelo Dawkins dort und Mandy Rose. Sehr komische Auswahl von den Leuten, die es noch dürfen. Zumal, dass sie mit Drew McIntyre sogar direkt von der WWE geteilt wurde. Also scheint das wohl irgendwo zumindest teilweise wieder erlaubt zu sein. Für die SmackDown-Episode in der letzten Woche gab es wieder eine Besonderheit, denn wir haben ja die Episode nicht auf dem eigentlichen Sender Fox ausgestrahlt, sondern auf Fox Sports One. Und das empfangen weniger und gucken halt dadurch auch weniger. Und das heißt, dass SmackDown letzte Woche bloß ganz knapp über die 1 Million Zuschauer kam. Das ist aber trotzdem noch eine relativ gute Quote für den anderen Sender halt. Peyton Royce hat jetzt auf Twitter eine kleine Veränderung angeteased. Irgendetwas in ihrem Gimmick, irgendwas wird sie ändern wollen, denn sie hat ein Bild gepostet, wo sie nicht mehr lila Haare, sondern wieder blond war und dort dazu geschrieben, dass sie es leid ist, immer wieder zuzusehen, wie andere Frauen darum kämpfen, um einen Titel, den sie eigentlich verdient. Das heißt, es muss jetzt was passieren. Könnte dann also passieren, dass man mit Peyton Royce vielleicht demnächst einen anderen Weg gehen möchte. Dann wissen wir jetzt die Antwort auf die Frage, was man denn jetzt eigentlich machen möchte, um die Raw-Einschaltquoten wieder nach oben zu kriegen. Und die Antwort ist Legenden. Okay. Denn in 2 Wochen wird es bei der Raw-Episode eine Legends Night geben, wo zum Beispiel Leute wie Hulk Hogan, Ric Flair, Kurt Angle, Tori Wilson und Beth Phoenix schon angekündigt wurden. Außerdem sah man in dem Trailer auch noch ein paar weitere Leute, so wie Booker T und so weiter. Da wird man halt einfach jetzt versuchen, auf diese Legenden zu setzen. Mal sehen, ob das was bringt, aber selbst wenn dieses One-Night-Only-Ding so bleibt. Ja, ich habe eigentlich schon mal, als es diese Legends Night gab, das ist nicht das erste Mal, denn auch in Vergangenheit gab es öfter mal so eine Nacht, wo man halt einfach mal mehrere Stars bringt. Da hatte ich schon gesagt, eigentlich wäre es klüger, diese Stars nicht in einer Nacht zu bringen, sondern verteilt auf die restlichen Wochen. Und dann kommt immer mal hier und da einer. Ich glaube, das ist interessanter, als wenn man jetzt einmal so eine Show macht und die Woche später ist es wieder alles normal. Dann gab es noch einige Infos zu der SmackDown-Episode, die ja heute Nacht ausgestrahlt wird. Die wurde ja vorher aufgezeichnet und daher kam natürlich schon der ein oder andere Spoiler mit dazu. Zum Beispiel die Tatsache, dass Charlotte Flair und Asuka in dieser Show ihre Women's Titel verteidigt haben. Und das ist ja eigentlich recht interessant, denn ja, die Women's Tag Team Champions können bei beiden Shows auftauchen und theoretisch auch bei NXT. Aber das hat man jetzt bei den letzten Champions eher weniger gemacht. Jetzt hat man also mit Charlotte wieder ein Zugpferd und kann da auf jeden Fall auch wieder dann Charlotte einsetzen in beiden Shows. Deswegen macht es schon irgendwie Sinn, dass sie sogar hier diesen Tag Team-Titel bekommen hat. Denn so kann man sie dann überall einsetzen, wo man es möchte. Außerdem wurde ja schon beim TLC-Pay-Per-View bekannt gegeben, dass es ein Intercontinental Championship-Match zwischen Sami Zayn und Big E geben wird. Und das Ganze natürlich dann auch heute Nacht ausgestrahlt. Aber das Ganze wurde auch nochmal zu einem Lumberjack-Match gemacht. Aber auch hier, es gibt zwar das Ergebnis schon online, aber ich spoilere euch einfach mal nicht. Aber eine Sache kann ich euch sagen, und zwar der YouTuber Martin Guerrero, oh, das bin ja ich, hat nämlich in seinem gestrigen Video einen Intercontinental Championship verlost. Wenn ihr also das Ding hier noch gewinnen möchtet, dann müsst ihr da mitmachen. Checkt auf jeden Fall mal das andere Video aus oder hier oben oder in der Videobeschreibung und so. Das müsst ihr auf jeden Fall sehen und dann könnt ihr da einen Replica Intercontinental Championship gewinnen. Dann ist ja für Wrestle Kingdom aktuell nicht vorgesehen, dass Jon Moxley dort auftauchen wird. Natürlich aufgrund Corona-Maßnahmen und so weiter kann also Jon Moxley bei dem Event nicht seinen IWGP United States Titel aufs Spiel setzen. Normalerweise wäre Kenta der Herausforderer, denn der hat gerade einen Koffer, um sich die Chance zu erkämpfen, dann um den Titel anzutreten. Das heißt, dieses Match wäre dann also Jon Moxley gegen Kenta. Coole Sache. Wird allerdings nicht stattfinden. Was aber da stattdessen stattfinden sollte, war ein Match zwischen Kenta und Juice Robinson um diesen Koffer.
Na, leider nur, dass sich Juice Robinson einfach kurz nach der Ankündigung verletzt hat und deswegen nicht bei Wrestle Kingdom teilnehmen kann, also erstmal eine Zeit lang ausfällt. Und damit ist dieses Match schon wieder in der Schwebe. Stattdessen wird Kenta gegen Satoshi Kojima antreten. Dann sucht die WWE natürlich wieder neues Personal, und zwar wird aktuell ein Lead Writer für die WWE-Shows gesucht. Dieser soll 5 Jahre Fernseherfahrung mitbringen und soll natürlich dann auch mit in dem Writing-Team beschäftigt sein und natürlich auch Ideen für Storylines entwickeln. Wer da eingestellt wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es erstmal jetzt so eine Ausschreibung. Dann, wie prognostiziert, wurde diese Woche die Raw-Episode natürlich wieder ein bisschen mehr gesehen. Und zwar sind die Einschaltquoten von der schlechtesten Einschaltquote ever ein bisschen nach oben gestiegen auf 1,691 Millionen. Ein bisschen hoch von den 1,52 von der letzten Woche. Aber meine Prognose ist, nächste Woche wird es komplett nach unten gehen. Stone Cold Steve Austin hat jetzt eine Story geleakt, worin er beschrieben hat, wie er Vince McMahon $14.000 gekostet hat, indem er bei einer Hausshow einfach nach seinem Match, nach dem Event quasi noch an das Publikum gesprochen hat und das Ganze einfach nicht enden wollte und er nicht aufgehört hat. Und damit mussten natürlich die Angestellten länger arbeiten, weshalb Vince also alle mehr bezahlen musste. Und das waren insgesamt 14.000 Euro, die Stone Cold also gekostet hat, nur weil er eine zu lange Promo gehalten hat. T-Bar hatte ja vor kurzem schon Ricochet angeboten, zur Retribution zu kommen, und der scheint auf Twitter weiterhin zu scouten, denn jetzt hat er Randy Orton angeschrieben und gemeint, ey, das, was du hier gezeigt hast bei TLC, einmal so einen Typen zu verbrennen, das gefällt uns doch schon ganz schön sehr. Also wenn du Bock hast, dann kannst du natürlich auch gerne zur Retribution kommen. Ich denke mal nicht, dass das hier wirklich gemacht wird, aber ja, einfach mal eine Anfrage, fragen kann man ja. Dann gab es jetzt auf dem WWE Network die Slammy Awards. Auch ein bisschen komisch, dass das nicht irgendwie während der Weekly ausgestrahlt wurde, sondern halt einfach als normale Show quasi nochmal separat eingeführt wurde. Und bei den Slammy Awards gab es zum Beispiel die Sieger, dass Drew McIntyre Superstar des Jahres wurde, die Street Profits Tag Team des Jahres. Und das Match des Jahres ist, zumindest laut dieser Sache, das Boneyard Match zwischen dem Undertaker und AJ Styles. Und dann kommen wir zu Daniel Bryan, der hat ja auch schon einige Male gesagt, dass er eigentlich nicht mehr so allzu lange Vollzeit-Wrestler sein wird. Und dazu hat er sich jetzt nochmal geäußert, und zwar mit der Tatsache, dass er eigentlich jetzt nicht mehr sich als Vollzeit-Wrestler sieht, und zwar eher als Vollzeit-Daddy. Er hat ja nun mal 2 Kinder jetzt und möchte sich natürlich auch Vollzeit um die kümmern. Wrestling ist natürlich immer noch seine Leidenschaft. Aber das Ganze aktuell durch die Corona-Situation sowieso ein bisschen einfacher, weil halt der Plan eh nicht so viel vorsieht, dass man halt so viel reist und so viel verschiedene Shows hat. Aber für ihn ist es erstmal jetzt die Situation, dass er quasi dann Part-Timer ist und nicht mehr Vollzeit bei jeder Show dabei ist. Dann gab es eine Aussage von Kevin Owens, dieser hat nämlich wieder mal über NXT gesprochen, das gab es ja vor kurzem schon häufiger. Und dieses Mal gab es die Aussage, dass Kevin Owens eigentlich findet, dass man NXT Teil des Drafts werden lassen sollte. Denn NXT ist einfach in keiner Art und Weise hinter Raw und SmackDown zurück. Das, was die da machen, ist einfach absolut cool und gut. Und deswegen findet er es einfach komisch, warum beim Draft nun Raw und SmackDown draften kann und NXT halt nicht. Das zieht natürlich auch mit, dass natürlich auch einige Leute dann zu NXT gedraftet werden können, die vorher bei Raw und SmackDown waren. Und das wurde ja eigentlich eher nicht gemacht, sondern wenn, dann wurde ja er sich aus NXT bedient. Aber für ihn wäre es auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man auch zu NXT gedraftet werden kann, um dann halt da einfach weiterzumachen. Wäre auf jeden Fall eine coole Möglichkeit und würde ich sofort unterschreiben. Dann wurde jetzt im Internet ein neues Bild von Brock Lesnar gesehen, und zwar hat dieser gerade wieder einen schönen Bart sich wachsen lassen, also einfach mal wieder ein neuer Look hier von Brock Lesnar. Wir wissen ja aktuell eh nicht, wie die Situation um ihn steht, und deswegen, ja, können wir mal machen. Dann wurde ja diese Woche Trent aus den Shows bei Dynamite genommen, und das Ganze wirklich aufgrund einer Real-Life-Verletzung. Er hat sich nämlich einen Teil des Brustmuskels abgerissen und fällt deswegen auch mehrere Monate aus. Das heißt, die Fehde aktuell mit den Best Friends gegen Miro und Kip Sabian wird also so nicht weiterlaufen.
Und auch jetzt müssen wir nochmal über die Einschaltquoten von All Elite und NXT sprechen, denn auch da gab es diese Woche wieder was Besonderes. Und zwar lief NXT und All Elite diese Woche nicht Head-to-Head, weil es mal wieder ein Basketballspiel gab, weshalb Dynamite ein Stück nach hinten verschoben wurde. Damit konnten theoretisch mehr Leute NXT gucken und dann danach quasi dann auch mehr Leute All Elite. Das hat sich in der Vergangenheit eigentlich schon immer in beiden Shows gut ausgezahlt, diese nicht gleiche Ausstrahlung, aber scheint wohl jetzt nicht mehr so krass geworden zu sein, denn NXT hat im Vergleich zur Vorwoche ein paar Zuschauer verloren. Das ist aber soweit noch okay, denn NXT hatte letzte Woche ein Hoch seit 3 Monaten, was ja eigentlich auch ganz cool ist. Aber bei All Elite auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es später ausgestrahlt wurde und damit ja eigentlich einige Fans, sagen wir mal, zum Beispiel schon schlafen, weil sie nächste Arbeit müssen oder so. Und damit ist es eigentlich ein schlechterer Sendeposten, aber das hat All Elite nichts getan, denn wir hatten trotzdem immer noch gute Einschaltquoten und auch immer noch bessere als NXT. Das heißt, trotz vermeintlich schlechteren Sendeplatz gab es immer noch eine bessere Quote als bei NXT. Aber jetzt hatten wir es natürlich so, dass einige Leute das NBA-Spiel geguckt haben und einfach mal dran geblieben sind, was danach noch kommt. Und so kam es halt, dass einige Basketball-Fans halt sich mal All Elite angeguckt haben, was ja werbetechnisch eigentlich schon mal eine gute Sache ist. Und der erste, der zu sehen war, war Chris Jericho. Und da gab es auf Twitter einen ziemlichen Shitstorm drüber, wie schlecht in Shape Jericho eigentlich gerade ist. So viele NBA-Fans haben halt einfach gegen Jericho gehatet, dass er so fett geworden ist. So, Freunde, dann war es das auf jeden Fall erstmal soweit mit dem News-Update für heute. Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und natürlich Kanalmitglied werden für Support und natürlich auch für weitere exklusive Videos nur für die Mitglieder und Twitch-Abonnenten. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall am Sonntag im Livestream oder im morgigen Video oder in dem danach. Es kommen natürlich weiterhin Videos, gar kein Problem. Ist mir doch egal, ob irgendwie Weihnachten ist. Pff, Weihnachten. Feiertage. Kenn ich dich. Ihr Freunde, ich wünsche euch trotzdem noch ein frohes Fest. Macht nichts so Tolle. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.